Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben, dem Minecraft Modpack von mir. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir uns niederlassen dann, wo wir schön eine Stadt bauen können. Jetzt suche ich noch Faden. Leder haben wir dabei. Und nichts mehr. So, so und so. Wir brauchen halt mehrere Leder. Und Faden für die Sattel, aber ja, so können wir sie reinbringen. Und dann natürlich auch fliegen und klettern mit denen und so weiter. Zuerst einmal Lowry Green, Lowry Gisal und Chocobo Sattel. Also müssen wir wieder. Das ist schon uns. Sozusagen. Blödes Anordnungs-Plugin. Mod. So. Gut. Wenn wir jetzt die nochmal zusammen machen. Ja, toll. Der. Und der geht nicht gut. Der will einfach nicht. Müssen wir mit einem normalen... Na, wie wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt momentan nicht? Was gibt's sonst? Ist es Pink Gisal? Das habe ich mal gespielt. Das war vor... 4 oder 5 Jahren. Weiß ich halt nicht mehr so. Golden Gisal kann man nicht herstellen. Rosa Farbstoff. Ist schwer zu so holen. Ein rosa Tulpe. Ja, wirklich nur aus Blumen. So. Mal schlafen. Gut. Also. Das ist ein männlich. Ein Männchen. Jetzt. Also. Ein blaues. Das ist doch toll. Die blauen, die können besser schwimmen oder tauchen noch. Die anderen gehen unter oder so. Und ich glaube, schwarz kann klettern noch und blau. Das sind einfach so Mischungen, dass weiß vielleicht auch tauchen kann. Keine Ahnung. Naja. Sammeln wir die alle ein. Damit wir haben. So. Können wir noch mehr anpflanzen. Also hier haben wir noch mal ein Chocobo. Auch ein Männchen, super. Wunderbar. Gut. Sattel. Geht nicht. Hallo. Du gehörst mich. Ah, du hast jetzt Sattel. Wegen dem Anordnen natürlich. Das tut automatisch unten wieder hinstellen, dann weiß ich nicht, ob es jetzt schon wieder ein neues ist oder nicht. So, wunderbar. Na, wollt ihr nochmal? Dann nochmal der nächste holen. Da hat es noch ein Weibchen gehabt, da oben. Ich schaue jetzt gerade, ob es noch irgendwo hat, aber nein. Da hat es aber Gisal lieber an. Schon wichtig. Ganz, ganz viel am Pflanzen. So, also wir brauchen die Lobli Gisal gar nicht. Die lieber dann zum Kinder machen. Ja, dann
Gut, dass du wieder kein Feedback gibst. Ist wunderbar. So, dann haben wir schon ein paar Chocobos. Weil die sind dann wirklich hilfreich beim Städtebau. Damit wir irgendwo drauf auf die Gebäude können. So. Also ein Junges haben wir. Aber das ist wegen den Lovely Gießhall. Hä? So. Ja, wir haben alles. Normale, keine Lovely Gießhall oder pinke. Ich glaube, die gibt es wirklich auch per Zufall. So, das ist ein Lovely Gießhall. Ich bin auch da. Oben runter am besten. So. Dann haben wir also alles hier angepflanzt. Können wir noch ein bisschen mehr Garten machen. Hä? Da. So, da haben wir drei übrigens, also eins rüber, eins, zwei, drei, vier. Okay, gut, dann haben wir alles. Müssen wir halt noch ein Wasserloch machen, wenn wir noch mehr anpflanzen wollen. Also ist doch super. So, ich glaube, das reicht mit Anpflanzen. Ja. Ich sollte schon noch mehr machen, wenn ich jetzt das merke. Aber ich muss schauen, in welche Richtung. Weil irgendwo müssen dann auch noch die Fruchtbäume hin. Ich denke schon. Ich werde in die Richtung sogar machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, Wasser hinstellen. Einfach mal in diese Richtung noch. Weniger. Kann ich das noch mal kurz platt machen hier. Jetzt. Wunderbar. Jetzt ist sie kaputt. Schade. Aber da können wir auch noch mal anpflanzen. Wunderbar. So. Hast du ein Ei gelegt? Ich 1 zu 8 und ich habe keine. Komm schon. So, wir haben nämlich hier 2. 1 haben wir erst. Okay, nein. Geht noch nicht, schade. Na gut, na gut, na gut. So, dann können wir hier noch ein paar pflücken. So, das ist wichtig vor allem. Die Karotten, das ist immer noch unsere Hauptnahrungsmittel. Die am schnellsten gehen einfach. Aber ja, wir müssen umsteigen auf Kuhfleisch.
Weil wir wollen Steaks essen. Einfach mal alles wieder reintun. Also, ich tue die rausnehmen. Ja, Fuhr lasse ich drin, die rausnehmen. Die Bücher. Der Zaun. So, okay, viel besser. Wenn ich die hier reinlege, genau. Ja gut. So, hier haben wir noch. Jetzt können wir die Weizen nochmal anpflanzen hier. Alles ernten. Ja gut. Traumpflanze ist bei 86, das ist super. Die gibt es schon wieder. So, Karotten tue ich jetzt hier rein. So, Chocobo-Sattel auch. Und die Hide kann ich nochmal hier rein tun. Weil die brauche ich jetzt noch nicht. So. Noch ein bisschen farmen. Hä? Ja, es gibt so wenig Cheese-Sattel. Wir könnten mal zum Mesobiom gehen und dort mal schauen, was dort ist. So. Na, seid ihr immer noch hier? Trients. Das ist nämlich hier das Mesobiom. In diese Richtung. Ja. Treibsand. Wir können mal noch zum Dorf gehen. Vielleicht hat es doch noch ein bisschen... sag schon, Karotten. Aber ich denke nicht, die haben wir geholt, dass wir in der Wüste herumgetappelt sind. Tja, es wird Nacht aber auch. Und überall hat es spitze Kakteen. Da oben haben wir aber Weizen, hat es auch. Ja, ganz wenig. Nehmen wir noch ein bisschen mehr. Wunderbar. Schlafen. So, jetzt nach oben gehen hier. Schauen hier. Keine. Da vorne hat es noch zwei. Ja. Hier hat es aber... Zwiebeln. Nehmen wir die Zwiebeln noch mit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Es ist wirklich sehr wenig Mesa. Ich gehe mal außen herum. Sollte schon ein bisschen mehr Mesa geben. In welche Richtung? Falsche Taste wieder gedrückt. Ich habe die M-Taste gedrückt, weil bei den meisten Spielen M für Map ist, also Karte. So, ja, ich denke, irgendein Lehm würde gut sein für unsere Stadt. Ich denke, also braun oder, ja, rot eventuell. Eventuell. Ich bin gerade am Denken, was am besten wäre. Das ist die Graue, oder? Hellgrau, genau. Hm.
Rot würde vielleicht schon ein bisschen passen, aber nicht so zum Gebiet, also dass das Gebiet jetzt wirklich da ist zum Rot nehmen. Aber wir können mal wirklich schauen, wie gut wir Braun bekommen. Quarzit. Das wäre ein guter Stein. Dann können wir wirklich einen anderen Ton auch nehmen. Aber puh. Gelb würde es ja noch viel geben, eigentlich in diesem Biom. Mesa-Biom, wirklich gelb. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich anfangen soll, das alles zu farmen. So ein großes Gebiet. Das sind auch so wie Biome. In 4, also in 3D, also in jeder Richtung. So eine Kugel oder. Ja, längere. Gefilde, runde Trauben. Also es geht tief runter. Können wir immer wieder farmen. Das ist gut. Dann geht das Gestein auch nie aus, oder? Also eine Höhle hat es in der Nähe. Aber ich weiß nicht wo. Irgendwie unten links jetzt von hier. Dann fahren wir mal ein bisschen, ne? Nicht allzu viel, aber schon, dass wir das bauen können damit. Und tun dann auch mal noch die Spitzhacke zusammen, genau. Die andere dann. Ja, der Zauberstich muss ich da auch machen. Machen wir dann im nächsten Part. Wir können den schon verzaubern, weil. Ja, ich habe ja die Level verloren, oder? Kann ich eigentlich noch nicht so großartig verzaubern. Was ist das? So, ich denke, das reicht mal. Ich gehe mal nach oben. Ja, es geht nicht, weil der Block gebackt hat. So, noch mal ein paar abbauen. Wunderbar. Was ist das? Mama. Ich sollte nicht hier Richtung Wasser abbauen. So, orange Ton. Also orange würde wirklich passen. Mit der orange auch haben. Dann mache ich hier mal ein Point mit das was Quarz sieht. Gut. So. Also, dann gehen wir in die Richtung. Noch ein bisschen das Mesa-Biom anschauen da drüben. Das ist so ein bisschen der Teil. Vielleicht finden wir auch. Oh, das ist ein dunkle. Das ist wirklich noch schwarzer Ton oder brauner Ton?
Also super, dass es hier noch gibt. Wunderbar. Ja, könnten die noch abbauen, aber müssten noch die anderen drei Stacks haben wir. Okay. Ja, ich denke, ich nehme es jetzt nicht mit. Für große Gebäude, so wäre es nicht schlecht, aber wir müssen am Anfang auch ein bisschen sparsam bauen. Sonst müssen wir da immer wieder farmen und farmen und farmen. Das ist nicht so motivierend. Finde leider keinen Tempel, nix. Ich werde jetzt mal ein bisschen laufen, damit wir noch etwas finden. Mesa nochmal. Also es sind immer einzelne Mesas. Ja, weil da ist immer Wüste. Okay. Vielleicht wurde das so auch ein bisschen halb übernommen. Ja, ich sehe wirklich keinen Tempel. Gehen wir mal hier drüben hin. Ja, ist mehr. Das, was ist das da? Ist ein lila Quarz, lila Tonblock. Dort hinten ist auch noch mal lila. Bin mal gespannt. Weiß. Ah, weiß. Sieht aber wirklich lila aus. Rosarot sogar. Also hier ist wirklich nichts. Das ist Endstation hier. Schade. Doch vielleicht noch ein bisschen in diese Richtung hier. Joa. Ja, ich bin ja nicht angekommen. Eieiei. Haben die mehr als einen Block Reichweite? Hallo. Nein, hallo. Pack nicht rum. Also wirklich ständig packt's. In dieser Version noch. Da merkt man erst, wie schlecht die Boote waren damals. Vor 1.8 oder 1.9 kamen, glaube ich, die Boote. Irgendwie so etwas. Da. Super. Wenigstens noch ein Sandtempel. So. Gut. Gehen wir noch in den Tempel. Runtergraben. So, ja, die Berries nehme ich mit. Die Knochen nehme ich auch mit. Die Chocors nehme ich ja immer mit, gern. Blaze Root. Ich habe ja die Onion Seeds. Okay. Treibsam, komm. Rote Beete-Same. Ja. Ist wirklich nichts. Auslösen, Schriftrolle. Dann mache ich gemeißelten Ton. Dann haben wir alles. Und irgendwo ganz viele Spinnen. Das ist der Gneisstein, der finde ich so schön. Ja, gehen wir zurück. Anfangshaus. Hallo, Bett. Bett muss ich suchen. So, ja. Onions tue ich jetzt hier anpflanzen. So, das ist ja noch eins.
So. Harlequin Seeds muss ich noch anpflanzen. Geht nicht. Tja. Warte kurz. Harlequin Seeds Berry Powder. Ist eine Beere. Kommt das auf Gras? Nee. Sand auch nicht. Keine Ahnung. Wunderbar. Alles außer den Stein. Gut. Ich mache lieber noch eine Kiste für den Stein. So. Wunderbar. Der Stein geht jetzt hier rein. So. Wieder noch ein paar besondere Sachen. Mache ich die hier rein. Was wollte ich denn? Ding? Knochen. Genau. Und den Diamanten und so rein. Ja, 4 Diamanten, gut. Metalcore, können wir eine Kappe herstellen? Tunicas. Ja. Schweinhaustier gibt was. Also wenn wir essen, werden wir satter. Brauchen viele Karotten. Ja, müssen wir finden. Hä? Gut, ja, da gibt's ein Body. Chocobo Body. Er steht aber nicht. Kann ich mal kurz zeigen, die Gelben können eigentlich nichts. Die Grünen, die können klettern. Oder die Roten können klettern. Eigentlich sind es ja die Braunen, die klettern können. Also Blau kann vor allem schwimmen gut. Weiß kann eben gemischt, Schwarz auch. Goldene Pokémon können... Chocobo können alles. Pink ist irgendwie so eine Spezial wegen Liebe und so. Purple. Sind die Purple, die klettern können? Wenn wir rausfinden, hä? Ja. Okay. Machen wir 2 schon mal raus. 4 Obsidian raus. Und ein Buch. Weiß ich, was ich als nächstes machen kann. Sollte. Und wir nehmen die Bücher. Ja, nehmen die Bücher. Für Bibliothek, Bücherregale. So. 15, hä? Bisschen mehr als, denke ich, über genug Bücher. Wunderbar. Komm, dann stellen wir das schon mal hin. Ja, beziehungsweise, nein, noch nicht. Muss mir noch ein bisschen überlegen, wo. Sehr gut, eigentlich, hier. Dann hätte ich das schon mal flach machen hier. So, und im nächsten Part verzaubern wir dann. Eins, zwei, drei.
So. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.